Hallo YouTube, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es mit Teil 6 von Outer Wilds weiter. Nach unserem schwarzen Lochunfall letztes Mal sind wir zurück zum bröckeligen Krater geflogen und haben weiter Nachforschungen angestellt. Wir finden heraus, warum der bröckelige Krater bröckeliger Krater heißt und haben wieder neue Fragezeichen, die sich uns auftun, welchen wir als nächstes nachgehen werden. Dazu aber mehr in dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Jetzt aber genug gequatscht, lehnt euch zurück und genießt die Show bei Outer Wilds. Viel Spaß! Was ist das? So, warte mal. Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme. Das Spiel ist tatsächlich cool. Props gehen an Zerbion. Wow. Einiges entdeckt, hey. Rebecca, dein Lager am Fuße der Kreuzung errichtet. Die Begeisterung, von so viel Nomai-Geschichte umgeben zu sein, schwächt leider kaum die ebenso große Angst vor dem schwarzen Loch ab. Bis auf Riebeck gibt es derzeit keine anderen Archäologen auf Holzkaminen. Riebeck überwand daher einschließlich die Angst vor dem Weltraum, um diese Fundgrube der Nomai-Kultur auf dem bröckeligen Krater zu erkunden. Die Nomai beschlossen, ein größeres anspruchsvolles Blablabla. Riebeck sagt, dass man von der Oberfläche aus nicht in das Observatorium gelangen kann. Aber wahrscheinlich gibt es irgendwo unter der Kruste einen Weg hinein. Es gibt eine Tür zum Observatorium an der Oberfläche, aber sie ist beschädigt. Okay. So, was ist hier neu? Einiges. Schwerkraftkanone. Ein riesiges zylindrisches Gerüst, das ein starkes, nach oben gerichtetes Schwerkraftfeld erzeugt. Ich holte einen Nomai-Shuttle vom Quantum-Mond zurück. Ein Nomai namens Solanum wurde angewiesen, den Turm der Quantenweisheit zu besuchen, um eine letzte Regel kennenzulernen, bevor sie sich auf ihre Pilgerreise zum Quantum-Mond machte. Quantum-Mond. Die Nomai auf dem bröckeligen Krater beobachteten einen Phantommond, der manchmal im Himmel erschien. Eine Nomai namens Solanum landete einen Shuttle auf dem Quantummond. Eine Nomai namens Solanum, also es geht ganz viel um Solanum, landete ihre Shuttle am Südpol des Quantummondes und bereitete sich darauf vor, den Rest der Reise zu Fuß zu gehen. Besucher des Quantummondes kommen immer am Südpol an, aus Gründen, die den Nomai unbekannt sind. Der Nordpol vom bröckeligen Krater ist mit Schnee und Eis bedeckt. Auf der Oberfläche befindet sich eine einzigartige Form der Nomai-Ruine. Die Nomai konnten sich von der Weißlochstation hierher warpen. Hier haben sie erstmals die Warp-Technologie nachgebaut. Weißlochstation. Jeder Warp-Turm ist auf einen bestimmten Himmelskörper ausgerichtet. Um einen Turm zu verwenden, musst du auf der Warp-Plattform stehen, während der Turm auf der entsprechenden Himmelskörper ausgerichtet ist, wenn der Himmelskörper direkt darüber steht. Die Nomai stellten etwas Seltsames fest. Geworbte Gegenstände schienen kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Empfänger des bröckeligen Kraters anzukommen. Dieses negative Zeitintervall zwischen einem ankommenden und einem abreisenden Objekt war unglaublich kurz, ungefähr eine hunderttausendstel Sekunde. Die Nomai waren skeptisch, ob ihre Instrumente die Zeit in solch kleinen Intervallen präzise erfassen können. Das negative Zeitintervall, das an der Weißlochstation gemessen wurde, wurde am Hochenergielabor in der Schlucht am Äquator des Glutzwillings weiter untersucht. Nördlich von Rebecks Lager liegt eine riesige Nomai-Stadt. Okay. Also gehe ich jetzt nochmal zum... Glaube ich, schaue mir zuerst die hängende Stadt an. Kartenmodus. Bröckeliger Krater.
Und den Turm der Quantumsweisheit habe ich auch noch nicht entdeckt. Also los, nächster Halt Wienerwald. So. Wo ist er denn, der bröckelige Krater? Das ist der Turm, oder? Das müsste der Turm sein. Na, langsam funktioniert es doch so mit dem Steuern hier. Yay. Nein, 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 aussteigen. Okay, hier war ich noch nicht. Was ist das? Geht es allen gut? Handbremse. Nee, mein Schiff ist noch da. Niemand wurde beim Aufschlag der Color Orange Rettungskapsel. Oh, da fehlt eine Klammer. Haha, ich habe einen Bug gefunden. Ernsthaft verletzt. Wir hatten sehr viel Glück. Das sind zumindest gute Neuigkeiten. Wissen wir etwas von Rettungskapsel 2 oder 3? Oh, die sind hier abgestürzt. Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufsignale der anderen Rettungskapsel. Das bedeutet, dass die Kapseln noch intakt sind. Ich werde sie weiter anfunken. Hab Dank. Können wir... Quatsch, der Mond ernährt sich wieder. Schnell, haltet euch irgendwo fest. Der Vulkanmond ist zurückgekehrt. Passt auf fallende Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen. Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen schnell eine Zuflucht finden. Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden, aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit alle sich hier hinunterklettern können. Vielleicht können wir die Podeste bauen. Also ist dieses Ding aggro. Was ist das? Rettungskapsel. Rettungskapsel 1. Dann gehen wir da rein. Ah, ich hab's befürchtet. Ah. Rettungskapsel 1. Gefährt wurde tödlich verwundet. Notfallsequenz aktiviert. Erwarte Abflug vom Gefährt. Starte Rettungskapsel 3, starte Rettungskapsel 2, Rettungskapsel 1 wird gestartet. Kollision steht unmittelbar bevor, bereithalten für Aufprall. Externe Umgebung wird überprüft, Überprüfung abgeschlossen, minimale strukturelle Schäden festgestellt, Abschnitte mit atembarer Luft gefunden, adäquate Sonnenenergiequelle entdeckt, Beurteilung bewohnbar. Okay. Das ist ein Schiff, das hier gestrandet ist. Wenn ich jemals Alzheimer bekommen sollte, wird das zwar schrecklich sein, aber mein Trost ist, ich kann auch dann Outer Wilds nochmal spielen. Wenn du dann weißt, dass es noch existiert. So, ich gehe mich dann noch langsam mal moralisch auf die Arbeit vorbereiten. Panda, schön, dass du da warst und eine entspannte Schicht. Okay, das ist eine Luke.
Warte mal. Gibt's da noch irgendwas? Ach, das sind Kapseln. Okay. Hey! Viel Spaß und beim Erkunden und Erleben. Danke dir. Bah. Sei vorsichtig, ein schwarzes Loch schläft unter uns. Du darfst nicht ausrutschen. Ah. Bada boom. Hey, Bear, what's up? How are you? Übrigens, denke daran, nicht so weit wegzuwandern. Das Gebiet ist zwar recht instabil, aber immer noch sicherer als als alle anderen Gebiete, die wir bisher gefunden haben. Das temporäre Lager ist fertig, passt aber weiterhin auf Felsstürze und Staubstürme von Meteoriteneinschlägen auf. Okay. Da ist was? Gehen wir erstmal dahin. Thatch. Diese Informationen sind äußerst wichtig und wertvoll. Hier befindet sich alles Wissen über das Signal, das wir an Bord unseres Gefährts aufgefangen haben. Das Signal sah aus wie ein Auge, rund mit einem Kreis in der Mitte, der wie eine Pupille aussah. Man könnte meinen, dass das Signal nach etwas Ausschau hält. Das Signal war älter als das Universum selbst. Das ist das wichtigste Detail. Kein Nomai-Clan hat bisher etwas derartiges erlebt. Wie kann irgendetwas in dem Universum älter sein als das Universum selbst? Man stelle sich nur das Wissen vor, das es einem vermitteln kann. Wir müssen das Auge des Universums finden. Okay. Na komm. Ich darf halt nichts übersehen. Das ist die hängende Stadt. Warte, was ist das? Hier gibt es noch was zum Lesen. Mein Bruder war nicht mit uns in Rettungskapsel 1. War er in Kapsel 2 oder 3? Konnte er überhaupt in eine Rettungskapsel gelangen? Game it is. It's called Outer Wilds. It's an exploration game with a very, very nice twist. Wir haben zu viel geopfert, um hierher zu kommen. Ich kann nicht, ich werde nicht zulassen, dass die großen Verluste unseres Clans vergebens waren. Bäume entdeckt. Hallo Baum. Der Schmerz deiner Abwesenheit wiegt schwer und lässt mir keine Ruhe. Ich würde alles geben, um ihn nicht mehr spüren zu müssen. Alles, bis auf das Wissen, dich zu kennen. Denn das wäre noch schlimmer. Ich hoffe inständig, dass es dir gut geht, Kek, wo immer du auch bist. Das ist sein Bruder. Und Blume. Ey, wie willst du dich hier bitte orientieren? Nie im Leben kannst du dich hier orientieren, ey. Hier war ich schon. So, Tomb Raider, but it's lower graphics. No.
Hey, lass das. Okay. Oh, wow. Die Stadt ist in den Ranken. Ich verstehe nicht. Warum stürzte das Gefährt an diesem Ort? Das Gefährt. Das Schiff heißt das Gefährt. Fühlt es sich das Gefährt vielleicht nicht wohl? Nein. Hanone und ich haben alles vor dem Warp überprüft. Sowohl der Warpkern als auch die Navigationssysteme fühlten sich sehr wohl. Ein Schiff mit Gefühlen? Tomb Raider in space with a time loop and you don't climb because you have a jetpack. Explanation on point. Wir sind geworbt, um dem merkwürdigen Signal vom Auge des Universums nachzugehen. Wir kamen am falschen Ort an. Dahin wollten wir gar nicht. Womöglich war es kein Problem mit dem Gefährt, sondern mit dem Ziel. Mache ich mir große Sorgen um unsere Freundin Rettungskapsel 3. Baum? But I had to go. 3 a.m. in the morning, just come to say hi and leave. When you... Wait, it's 3 a.m.? Wow, I appreciate your visit. Thanks, mate. And... if you want... I'm planning to cut the VODs in smaller parts and upload them on YouTube. Just check my channel. There's a link to my new YouTube channel. Day by day there will be new uploads. It's just fresh installed. So if you want to watch what I play from now on, there will be uploads in the near future. Was war das hier? Wir hören die Notsignale der anderen Rettungskapsel. Was mich hoffnungsvoll stimmt, Foli. Bist du noch da draußen? Ich weiß nicht, wie ich an diesem Ort ohne dich überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich noch ich sein soll. Wow, oh, und die Musik dazu. Alter, ist es gut. So, jetzt bin ich hier ganz oben. Sauerstofftank. Von da kam ich, dann gehe ich da lang. Punk. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt hier sehr viel schon entdeckt habe. Hier war ich schon. Hmm. Watching with German language. Interesting. Yeah, it's some German lessons for you. Oh, und danke, Body, fürs Verlinken. Ich habe den Kanal mit Social, mit dem Social-Befehl müsste YouTube drinne sein. Maybe you can activate bad automatic generated subtitles? Hm? Nee. Wow! Schneefchen! Jetzt erschreck mich doch nicht, ich bin sensibel. Von da kam ich aber. Bitte gerne. Mhm. Aber da war ich noch nicht. So.
Guts Nächtle, Schneeäffchen. Beim süß von sauren Gurken, angenehmes Flohbeißen und so kurze Arme zum Kratzen. Ist aber lieb, dass der Bordi noch ein bisschen darf. In Anbetracht der unsicheren Lage unserer Siedlung sollten wir vielleicht eine neue, dauerhaftere Zukunft errichten. Aber wo? Ich meine, wir sollten zum nördlichen Gletscher umsiedeln. Weiterhin unterirdisch zu bauen würde uns vor den Eruptionen des Vulkanmondes beschützen. Was wäre, wenn wir mit den Gravitationskristallen einen stabilen Pfad bauen? Wir müssen in der Nähe der Rettungskapsel bleiben, damit Flix weiterhin eintreffende Nachrichten empfangen kann. Unsere Rettung ist ausgeschlossen, wenn wir nicht auf Nachrichten reagieren können. Ich bezweifle, dass uns irgendwie jemand retten wird, Thatch. Wir müssen uns nun selbst retten. Ich stimme zu. Wir sind hier, weil uns das Signal des Auges hergerufen hat und wir dem Ruf gefolgt sind. Wollen wir es finden, dürfen wir nicht nur überleben, sondern müssen auch uns der Situation anpassen. Ein weiser Einwurfblume und sehr eloquent vorgetragen. Sollte uns die Umsiedlung zum nördlichen Gletscher besser schützen, dann werden wir das tun. Naja gut, dann gehen wir doch mal. Das ist der Weg. Alter. Und da ist das schwarze Loch. This is the way. Ey, schaut euch das an. Ich würde ja gerne länger stehen bleiben und glotzen, aber... Hurra, die Welt geht unter. Hallo? Muss ich jetzt darüber? Oder wo muss ich hin? Wah! Ah, shit! Ach komm. Dann beamen wir uns einmal wieder zurück. Ich Bewegungslegastheniker, hey. Welcome home. So, das habe ich schon. Oh, warte. Oh ne, das habe ich schon gesehen. Beamen in 3, 2, 1, Zoom. So, wo ist mein Schiff? Das ist da hinten. Weltraumfunkwellen. Notsignal. Quantenfluktuationen. ...450 Meter in diese Richtung. Au!
Okay, irgendwas finde ich da hinten jetzt. Turmsplitter. Haha. Du mit Flix und ich haben zusammen festgestellt, dass hier ungewöhnliche Felsen der Grund für das Quantenverhalten der Objekte in diesem Hain ist. Übrigens. Der Splitter sendet ein merkwürdiges Signal aus. Interessanterweise klingt unser Freund, der wandelnde Mond, genau gleich. Ich habe dasselbe Signal auch schon auf den Untiefen der Riesenholzkamin und den Sanduhrzwillingen gehört. Es scheint, als gäbe es noch weitere solcher Splitter. Das einzige andere Objekt, bei dem wir ein ähnliches Quantenverhalten festgestellt haben, ist der wandernde Mond. Ich gehe davon aus, dass das Verhalten des Mondes und dieses Eins miteinander in Verbindung stehen. In ihren Notizen merkt Flix an, dass dieser merkwürdige Gesteinstyp irgendwo sonst auf dem bröckeligen Krater vorkommt. Was ist, wenn er gar nicht von diesem Planeten stammt? Dieser Quantensplinter stammt vom wandernden Quantummond. Womöglich ist es ein Teil des Mondes selbst. Again what learned? Bäume bewegen sich. Die Bäume in diesem Hain wandern frei umher. Die ganze Pflanze mit Wurzeln und allem drum und dran. Das ist nicht normal. Selbst für einen so fremdartigen Planeten. Und ich habe noch nie gesehen, wie sie sich bewegen. Ist das denn die Möglichkeit? Falls irgendjemand Zeuge dieses verstörenden Verhaltens wird, zeichnet unbedingt eure Beobachtungen hier auf. Entweder sind das sehr andersartige Bäume oder mein Verstand spielt mir Streiche. Die Bäume bewegen sich tatsächlich. Ich gebe zu, mir fiel es erst auf, nachdem ich eine seiner Notizen gelesen hatte. Wenn es nicht nur die... Und es sind nicht nur die Bäume. In diesem Gebiet gibt es andere Materie, zum Beispiel diesen ungewöhnlichen Felsbrocken, die sich ebenso geheimnisvoll bewegt. Der Felsen ist auch aus einem anderen Grund ungewöhnlich, Thatch. Seine Farbe und Oberflächenstruktur habe ich noch nirgendwo sonst auf diesem Planeten gesehen. Hypothese. Die Gegenwart des Felsbrockens ist von Bedeutung. Wir sollten ihn untersuchen. Kann es sein, dass er die Bewegung der anderen Objekte in diesem Gebiet verursacht? Die Bäume bewegen sich? Wait, what? Unter deinen Füßen ruht der Turm der Quantumsweisheit. Bereitest du dich auf deine erste Pilgerreise zum Quantummond vor, dann steige diese Treppen hinunter zum Eingang. Das Wissen, das du dort finden wirst, wird dir auf deiner Reise weiterhelfen. Okay. Hallo? Südliche Observatorium. Turm der Quantumsweisheit. Alol. Scout starten. Aha. Hast du den Quantenmond schon mal gesehen? Nein, was? 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 Hä? Was ist passiert? Hä? Ist es der ist jetzt das Ding zerbröckelt oder was? Der Eindringling? Sag jetzt nicht, dass das Ding in die Sonne kracht. Hallo?
Hallo? Wie soll ich sagen? Ja, toll. Ich werde jetzt sterben, weil es gibt da ein Lied. Ja. Naja, komm. Zumindest gehe ich mit Stil. Was ist jetzt gerade passiert? So viel dazu, ne? Okay, das kam jetzt unerwartet.